Hallo zusammen und willkommen zurück. Heute geht es um Action Chains in Selenium. Und zwar wird das folgendermaßen aussehen. Wir definieren uns quasi mehrere Aktionen hintereinander und sagen dem Driver dann erst, er soll sie alle hintereinander ausführen. Das ist nützlich, wenn man mal zum Beispiel die Reaktionsgeschwindigkeit oder sowas testen möchte, wenn man irgendwie längere Aktionen durchführen möchte, also zum Beispiel irgendwo draufklicken und drauf halten. Da muss man auch mit Action Chains arbeiten und ja, deswegen werden wir das tun. Ich habe sie sogar tatsächlich schon mal importiert gehabt, früher irgendwann, aber das Video habe ich euch so noch nicht gezeigt. Wir benutzen hier diesen Import, also from selenium.webdriver import Action Chains. So, und wie können wir jetzt diese Action Chains verwenden? Das ist eigentlich relativ simpel. Und zwar kann man einfach hier sagen, wir wollen irgendwelche Elemente uns holen. Also wir generieren uns erstmal eine neue Action Chain. Das machen wir mit Action Chain ist gleich Action Chains. Und jetzt muss da der Driver rein. Und mit diesem Driver habe ich jetzt sozusagen die Möglichkeit zumindest eine Action Chain zu erstellen. Also das ist quasi, AC ist jetzt meine Action Chain. Da ist halt noch keine Aktion drin, das heißt, es wird einfach nichts gemacht. Aber ich kann jetzt Aktionen hinzufügen, wie ich das möchte. Okay, also sagen wir jetzt AC. Und jetzt können wir uns überlegen, was genau wollen wir machen. Wir können sie ausführen, ist halt noch nichts drin, das heißt, ja, es gibt nichts wirklich zum Ausführen, Release kommt nachher. Wir können die Maus zu einem bestimmten Element bewegen, wir können auf ein Element draufdrücken und draufgedrückt lassen, wir können auf ein Element drücken, wir können Drag and Drop ausführen, wir können einzelne Buchstaben schicken, das kennen wir schon, wir können einen Kontextklick machen, Kontextklick bedeutet Rechtsklick, wir können Doppelklick ausführen, wir können Drag and Drop mit einem Offset bestimmen, also nicht zu einem gewissen Target Element, sondern eben mit in Richtung X und in Richtung Y. Wir können Buchstaben runterdrücken und Buchstaben wieder loslassen, also wir können auch mehrere Buchstaben auf einmal drücken, zum Beispiel Steuerung C oder sowas können wir auch machen. Wir können unsere Maus mit einem Offset verschieben, wir können alle Aktionen für eine gewisse Anzahl an Sekunden pausieren und wir können alle Aktionen wieder zurücksetzen. Und genau, wir können einzelne Keys an ein Element schicken. Und das ist eigentlich so ziemlich das Wichtigste, was wir hier machen können. Und das sind auch die wichtigsten Funktionen. Wir wollen jetzt einfach mal kurz gucken, wie wir uns bei Google einloggen. Und das ist relativ easy eigentlich zu machen. Wir können also hier erstmal Klick auf was. Naja, erstmal müssen wir kurz gucken. Wir machen hier mal time.sleep. Ne, wir machen einfach hier. Ja, wir machen direkt einen Exit rein. So, dann haben wir nämlich den Browser mal offen und zwar auf der richtigen Seite schon. Vielen Dank dafür. Okay, so jetzt, worauf wollen wir klicken? Dazu müssen wir uns natürlich erstmal unser Element holen. Das heißt, wir sagen hier driver.findElementById und wir wollen auf den Anmelden-Button drücken. Untersuchen, das war nichts. Den Anmelde-Button möchte ich, genau den. Okay. So, das heißt, wir sagen hier, wir klicken auf das Ding mit der ID GB70. Vielleicht noch in Anführungsstriche. Okay, als nächstes, wenn wir da drauf geklickt haben, was wollen wir dann machen? Also wir können es natürlich auch einzeln machen. Das geht natürlich auch. Wir können auch einfach sagen, klick da drauf. Also zum Beispiel driver.findElementById.click können wir natürlich auch machen. Das funktioniert, aber dann ist es keine Action Chain. Denn bei Action Chains habe ich halt noch die Möglichkeit, ich kann einfach drauf gedrückt lassen. Und dann kann ich zum Beispiel irgendwo anders hinziehen. Und dann passiert zum Beispiel das da. Das können wir von mir aus auch machen. Wobei das wäre eher so eine Drag-and-Drop-Art. Das wollen wir eigentlich hier nicht machen. Wir klicken also hier drauf und dann wollen wir hier irgendwas machen. Wir wollen zum Beispiel auf Konto erstellen klicken. Also machen wir Konto erstellen. Sekunde. Das sind ja mal tolle Klassen. Damit kommt man auf jeden Fall klar. Okay, also AC. Wir machen jetzt mal einen Click and Hold.
Das will ich euch nämlich mal ganz kurz zeigen. Sagen Driver. Driver.findElement by by ClassName hier. So. Und dann machen wir ac.moveToElement. Und das ist ein bisschen doof. Was ist jetzt passiert? Achso, nee, ich habe noch nicht drauf geklickt. Okay. Und dann moven wir einfach mal hier rein. Ich habe gesagt, wir moven da rein. So. Was haben wir hier? Name ist gleich. Oh, wow, mal ein schöner Name, der ein bisschen was aussagt. Name ist gleich Identifier. Also driver.findElement by name. Das da. Okay, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal einfach an, was da so passiert. Also wir... Achso, ja. Es passiert überhaupt nichts, weil ich den wichtigsten Befehl vergessen habe. Und hier auch offensichtlich aus Versehen beide Klassen kopiert habe. Das wollte ich natürlich nicht. Und zwar ac.perform habe ich vergessen. So. Also das heißt, wir sehen ja, wir haben ein Problem. Weil dieses Element hier überhaupt nicht gefunden werden kann. Das wollte ich euch nämlich auch mal zeigen. Warum ist das jetzt so? Ganz einfach, Action Chains funktionieren wirklich auf Seiten mit genau einer, also eine einzige Seite. Es darf nicht redirected werden, das heißt, es dürfen keine neuen Elemente oder sowas geladen werden. Das ist ganz wichtig, denn dafür gibt es die normalen Klicks. Das würde funktionieren, aber wenn ich jetzt hier so eine Action Chain habe, das funktioniert dann leider nicht. Was ich jetzt allerdings machen kann, ist, ich kann hierher gehen, also das hatte ich euch ja auch schon gesagt, und hier einfach einen Klick drauf ausführen und dann die Action Chain hier erwarten sozusagen. So, und jetzt kann ich hier dieses Element ziehen, nur dass halt nichts passiert, wenn ich hier das Element ziehe. Hat man gerade gesehen, es hat ganz kurz das Ganze gehovert, also ich zeige es euch nochmal. Vielleicht ein bisschen langsamer. So. Und wir haben hier gesehen, wenn wir hier drüber fahren, dann wird das so leicht bläulich. Und wenn wir hier, also wir klicken ja und wir halten, dann fahren wir hier so drüber und dann passiert halt das. Genau. Also im Endeffekt nichts allzu Spannendes, aber man kann dadurch halt mehrere Aktionen miteinander verketten. Und ich wollte euch auf jeden Fall diese Möglichkeit nicht vorenthalten. Achtet nur immer genau darauf, dass ihr das alles auf einer Seite macht. Wenn ihr irgendwo draufklickt, dann darf nichts neu laden, sondern dann muss es trotzdem noch alles auf einer Seite sein. Also alle Elemente, die ihr hier sucht sozusagen, die müssen schon davor bekannt sein, bevor eben das Ganze performt wird. Ihr könnt natürlich jederzeit auch sagen, hey, hier ac.pause 2 Sekunden, das könnte ich eigentlich auch mal machen, dann seht ihr es vielleicht noch besser. Genau, so, und ich klicke offensichtlich nicht da unten auf Konto erstellen, sondern auf E-Mail-Adresse vergessen, fällt mir gerade so auf. Aber, macht nichts, das war wahrscheinlich das zweite Element dann mit diesem Klassenname. Okay, gut. Und das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch zu Action Chains sagen kann. Wie gesagt, es kommt immer natürlich extrem auf die Webanwendung an, die ihr hier testen wollt und die ihr selber geschrieben habt, ob sowas für euch nützlich ist oder auch nicht. Aber ich denke, für manche von euch kann es durchaus mal was bringen. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.